Guten Morgen, liebe Trader. Herzlich willkommen zu unserem täglichen Marktüberblick heute am Dienstag, dem 19.07. Ich nehme dieses Video heute auf in der Nähe von Amsterdam, am Strand in Zandvoort. Ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Sehr, sehr schöne Ecke hier. Ist ordentlich was los. Und ja, gleich nachdem ich das Video aufgenommen habe und unsere X-Strategy hier bearbeitet habe, dann gehe ich mit meiner Family an den Strand und genieße den Tag. Also schauen wir an, was steht heute auf der Agenda. 11 Uhr Verbraucherpreisindex in der Eurozone und um 2:30 heute deutscher Zeit stehen nochmal Daten zu den Baugenehmigungen und Baubeginn an. Und heute Abend haben wir nochmal eine Rede von einem FOMC-Mitglied und die aktuellen Daten zu den Rohöllagerbeständen. Schauen wir uns die Charts an. Gucken wir uns einen S&P 500 an. Ja, der Markt läuft mittlerweile fast einen Monat seitwärts. Und da hatte ich darauf hingewiesen, dass wir hier einen Umkehrstart bekommen haben und für ein Long-Signal hier oben rüber müssen, über die 3925 circa. Gestern allerdings ist der Markt wieder abgedreht, was nicht so gut war. Denn nach zwei positiven Tagen, sage ich mal, gestern bereits wieder einen negativen Tag. Also es ist eigentlich im Moment ein Range-Markt hier. Wir haben keinen klaren Trend. Allerdings gehe ich weiter davon aus, dass wir im Moment hier zunächst eine Bodenbildung sehen. Und die kann natürlich auch etwas dauern, bis sie abgeschlossen ist. Ja, also wie gesagt, im Moment der Markt eher seitwärts. Wir brauchen für neue Signale brauchen wir ein höheres Hoch hier oben oder ein tieferes Tief hier unten, damit wir hier neue Informationen bekommen. Der Nasdaq, also ähnlich wie wir hier sehen, er läuft seitwärts in einer Range und ein Kaufsignal bekommen wir, wenn der Markt hier oben rausgeht oder ein Verkaufssignal, wenn er also nachhaltig hier unten rausgeht. Dow Jones sieht es also im Prinzip ähnlich aus, aber hier kann man auch erkennen, was für ein Range-Markt auch typisch ist. Er hat hier unten einmal die Tiefs angehandelt. Jetzt wurde gestern hier oben das Hoch angehandelt. Das heißt, er ist einmal kurz oben rausgegangen, aber wurde dann leider doch wieder abverkauft. Und nun ist die Frage, also ganz mit der Lupe betrachtet, haben wir hier einen Trendbruch des Abwärtstrendes gehabt und allerdings eben halt auch leider nicht nachhaltig. Jetzt ist die Frage, schafft der Markt das oben rauszugehen? Also kriegen wir ein vernünftiges neues Hoch hier oben ungefähr bei 31,9. Das wäre natürlich eine gute Sache. Schauen wir uns den DAX an. Der DAX hat gestern hier ein kleines Long-Signal gemacht. Ja, allerdings, wie gesagt, natürlich im Hinblick auf die übergeordnete Short-Situation, also die Großwetterlage, die abwärts gerichtet ist. Aber immerhin, ich sag mal, Signal ist Signal. Also es gab hier ein neues höheres Hoch, auch wenn es nicht nachhaltig gehalten werden konnte. Es bleibt jetzt abzuwarten, was der Markt macht. Gestern kam eben halt nach den eigentlich sehr, sehr positiven Starts, dann nach dieser Kerze hier in Öl, ich hatte darauf hingewiesen, also wir haben ja unseren Trade hier in Öl in Gewinn gebracht und auch geschlossen, dass wir hier ebenfalls so etwas wie eine Umkehrkerze sehen und jetzt eben halt eigentlich darauf warten, dass der Markt weiter also in die Trendrichtung auf der Short-Seite läuft. Muss er natürlich nicht. Die Kerze gestern war natürlich schon, ich sag mal, eine Ansage. Für einen Bruch des Trendes müsste WTI hier über ungefähr 102,3 Dollar steigen. Solange können wir noch davon ausgehen, dass der Trend auf der Short-Seite Bestand hat. Ja, wobei, wie gesagt, er hat ordentlich bereits was abgespült hier auf der abgespult auf der Short-Seite, sodass man eben halt hier gucken muss auf einen neuen Einstieg, ja, beziehungsweise auf neue Informationen. Gucken wir uns noch die Zinsen an. Auch hier sehen wir im Prinzip eine Seitwärtsphase, eine trendlose Phase.
die aufgelöst wird, wenn der Markt hier drunter geht unter dieses Tief. Oder wenn wir eben halt mal ein neues Hoch bekommen. Im Moment, ja, sind die Märkte offensichtlich sehr unschlüssig bezüglich der weiteren Entwicklung. Ja, Gold hatte ich erwähnt, ist hier in einer langen Short-Bewegung gelaufen. Ich würde mich jetzt hier auf der Short-Seite zunächst zurückhalten und erst eine Korrektur abwarten, um dann zu schauen, gibt es einen Einstieg für die Short-Seite. Ja, also Fazit ist im Moment kein klares Signal von den Märkten. Ja, wir laufen seitwärts schon seit längerer Zeit und ja, konsolidieren im Prinzip. Und jetzt ist die große Frage, was macht der Markt danach? Ja, schafft er es aus der Range nach oben auszubrechen? Endlich mal. Ja, denn wir fallen ja, der Markt fällt ja seit Anfang des Jahres im Prinzip in einem Stück mit zwei kleinen, ja, oder mit zwei Bärenmarkt-Rallies. Aber schafft der Markt das hier endlich mal, sage ich mal, sich zu stabilisieren und dann gegebenenfalls nochmal wieder ein bisschen raufzulaufen? Ja, also ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, wir lesen uns noch im Chat.